Yes, come on. Come on. Yeah. Wow, 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 wow. Hey, ciao, ciao. Yes, yes, yes. Hey, come on, come on. Wow. Hey, willkommen im Youth TV im Late Night Setting. Was für ein Start, hey. Wow, wir sind eure Hosts für den heutigen Abend. Genau, der sympathische junge Herr an meiner Seite, das ist der Tim. Und ich höre auf den Namen Dino, auf Hey Bro und Achtungstram. Sehr nice, sehr nice, genau. Wow, wow, wow. Hey, wir haben noch jemanden zum Vorstellen. Wir haben jemanden zum Vorstellen, genau. Und das wäre unser Umberto. Unser Umberto, aber zuerst noch unsere Band. Ah, unsere Band, genau. Dann unsere Band. Genau, sehr der Dino nice. Hat gesagt, Umberto, ich glaube, wir haben den Hubertus eigentlich genannt. Hubertus? Hubertus. Okay. Aber italienisch Umberto, dann auch Umbertus, dann super. Nice, genau. Nice. Hey, wenn euch das besser gefällt, dann kommentiert, wir sind da wirklich noch offen, ja, vielleicht noch einmal umzutaufen, aber das war's dann. Genau, ja. Hey, wir lieben das Teil, ich finde es crazy. Und wir haben heute Abend etwas ganz Spezielles eingebaut, und zwar das Teil da. Das Teil da. Das Teil. Hey, das noch nicht, das hey. Noch nicht, das noch wir nicht. Wirklich. Genau. Hey, alle Leute da innen, sie sind wirklich schon scharf drauf, sie wissen auch nicht, was passiert. Und es wird wirklich mega nice. Darum, hey, wenn der losgeht, dann steht auf. Schnallen da ja, genau. Es wird ja, wirklich, auf. Es ist beides zusammen möglich und es wird mega nice. Genau, hey, und heute Abend, wir haben verschiedene Gäste auch, eben wir haben ein Special, wir haben eine Message von Paul, wo uns die Serie mit den Abschluss macht. Und ich bin mega gehypt für den Abend. Ich hoffe, ihr seid es auch. Genau. So ist es, hey, und dann kommen wir schon gerade zu unserem ersten Gast. Wir haben ihn schon erwähnt. Das ist unser Pastor Paul, unser Multitalent. Hey, und gebt ihm doch einen fetten Applaus. Ah, Paul, mega nice, mega nice. Voll schön, bist du da. Hey, yeah. Paul, wie läuft's? Gut, läuft mega gut. Freue mich, zum da sein, wie jeden Samstagabend. Es ist einfach nice, genau. Mit uns sein. Hey, für die draußen, es ist mega spontan. Wir sind da reingekommen und haben den Paul da gesehen. Und wir gedacht, hey, laden wir ihn gerade ein. Aber? So ist es. Hey, und wir starten gerade mit einem Quiz. Quizfrage für dich am Anfang. Und zwar, was macht gleich wie meine Uhr und verfolgt dich etwa seit 3 Wochen? TikTok. TikTok. Genau, genau. TikTok, TikTok. Ah, Paul, erzähl doch ein bisschen. Du bist aktiv. Wie ist das so weit gekommen? Ja, es ist eben witzig. Ich konnte mit TikTok nicht damit anfangen zuerst. Und irgendwie plötzlich vor 3 Wochen hatte ich einen Blitzgedanken. Am Montagmorgen habe ich gedacht, jetzt brauchen wir TikTok. Jetzt, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und dann, keine Ahnung, und dann ist dann plötzlich, habe ich dann meine Frau genötigt und gesagt, also Schatz, jetzt machen wir zusammen einen TikTok. Okay. Und dann haben wir den gemacht. Jetzt wissen wir auch, was du mit mir meinst. Hey, und das erste Video. Schauen wir so uns zusammen an. Warte, aber bevor wir das machen, man muss also sagen, das Video hat mittlerweile 80'000 Klicks. 85'000 Klicks. 85'000, okay, hey, okay. Ich hoffe, Paul, dass du eines Tages für deine Predigt 80'000 Klicks bekommst, oder so. Das geht nicht mehr lang. Aber lass uns für das beten, genau. Ja, genau, hey, Clip ab. Dann, Video ab. Ah, sehr nice, sehr nice. Hey, und spätestens seit dem Video ist es für 85'000 Leute auch kein Geheimnis mehr, dass ihr Nachwuchs erwartet. Ja, wir erwarten Nachwuchs. Wo Nachwuchs? Ich kann nicht sagen. Wir erwarten Nachwuchs in 7 Wochen. Sieben Wochen. Jetzt ist Pre-Season.
Hey, ich weiss noch, vor nicht lang ist es noch 7 Monate gegangen und jetzt geht es noch 7 Wochen. Und es gibt ein kleines Mädchen, ist das richtig? Ja, es gibt ein kleines Mädchen. Name? Nein, den verrate ich nicht. Den verrate ich in 7 Wochen. In 7 Wochen? Genau. Okay. Man munkelt Ibrahima Mbie. Mbie? Hey, okay. I don't like the name. Es ist mir zu nahe an Ibrahimovic. Ja. Ich hoffe, da gibt es noch einen besseren Vorschlag. Ja. Schreibt euren Vorschlag drunter. Genau. Schreibt den Namen. Hey, mega nice. Und look, Paul, jetzt hast du mir, ihr habt noch Zeit, ihr könnt so Video machen, ihr könnt andere Sachen machen. Aber nachher wird das anders aussehen. Und ja, ich werde eine zusätzliche Belastung haben. Gell, Tim? Ich glaube, du weißt, von was ich rede. Und Freude. Aber wie das bei euch im Haushalt gleichend aussieht, zu dem haben wir auch noch einen Clip. Nein, das ist jemand nicht happy. Stell das ab. Hey, oh, mir tut das immer so weh, so Zeugs. Oh. Es geht nicht mehr lang. Aber ich muss sagen, nicht in meinem Haus. Also nicht in deinem so Haus? So Sachen dulde ich nicht. Dulde ich sage, nicht. Go away in the name of Jesus. Ja, das hat der Vater auch schon versucht. Aber gleich ab und zu gibt es einfach Sachen, die nicht passen. Also gut, wenn mein Mädchen brüllt und uns überfordert, dann bitte. Gibt es Leute, die das würden nehmen? Hey, ich glaube, wir haben wirklich genug Leute im Youth Planet, genug Frauen, die wirklich Freude hätten an dem, dem Baby ein bisschen zu hüten. Da wirst du überrannt werden, da bin ich sicher. Okay. Wir können dann einen Abend ein Bier trinken gehen, genau. Nice. Irgend sowas. Voll. Genau, hey, aber der Tim und ich, wir wären ja nicht um eine sonst die gute Seele vom heutigen Abend, wenn wir nicht auch noch einen Tipp für euch hätten. Okay. Und wir haben recherchiert, wir haben jetzt wirklich, was haben wir, eine Woche Zeit gehabt, und du studierst, was studierst du? Psychologie, ja. Genau, und Psychologie. Wir haben wirklich die besten Tipps rausgesucht, wir haben wirklich was wissenschaftlich auch wirklich gegründet ist, dass du gut einfach in der Erziehung einfach, ja, voran. Genau, und es ist nicht nur wissenschaftlich, sondern es ist auch praktisch. Und darum gehen wir jetzt in das Video. Was kommt jetzt? Okay, Clibre, okay, no. Was passiert der Teddy? What the? Okay. Und jetzt? Du siehst, du kannst es auch überlisten. Und es kommt niemand schaden. Danke für den Tipp, das ist wirklich eine gute Methode. Miri, du hast sie auch gesehen. Wir brauchen so einen Stecker, um den Teddy noch zu schlagen. Genau. Hey Paul, nice, bist du da gewesen? Ja, danke euch. Ich glaube, wir sehen dich nachher noch. Ja. Gehst nicht zu weit weg. Ja. Hey, gib noch mal einen fetten Applaus. Yes. Unser Paul. Yes, hey. Und Tim. Jetzt ist der Moment gekommen. Ist der Moment schon gekommen? Ich glaube, der Moment ist schon gekommen. Sind ihr ready? Sind ihr ready, alle zuhause? Wir werden den Joystick und den Knopf bewegen. Okay, in? 3, in 2, in 1 und go! What? Okay. Wie war's mit ein bisschen Hip-Hop? Wie war's mit ein bisschen Turn-Up? Let's go, let's do some Hip-Hop, let's do some Turn-Up. Come on, sind wir ready? Alright, let's go! They try to shut us down, but it ain't gon' stop. Only thing I fear is God and He on my side. That's the confidence of God, cause He got me. That's why I really feel like you can't stop. Let's go! You will never wear a first like Kendrick. Never be the rapper rock got the Hendrix. Top 10 alive, you will never be mentioned. Why I'm so hot, what's about the trenches? Ha, if you know who I'm talking about, then you got me. My biggest enemy is me, and even that can stop me. Hey, was ist? Hallo! Alter. Scheiße. Du hast einen Job gehabt. Hey, nein.
Okay. Ja, aber egal, wir sind ja, für was gehen wir? Forgiveness. Okay. Genau. Adi. Forgiveness für den Adi, aber vielleicht ist das das letzte Mal gewesen, wo er in diese Taste hält. Mal schauen. In welche Taste? Ja, in die. In die, ja. Nicht in die. Okay. Was haben wir da noch? Checkmate. Cool. Okay. So, Tim. Wow, was für eine Show. Was für eine ultra nice Show. Hey, und wir haben gerade einen neuen Gast. Noch lange, oder? Sehr nice. Und zwar unser Master Rapper, der Nino. I'm back. Hey, ultra nice Show gsi, wirklich. Ich glaube auch ihr zuhause, hätte man das können erwarten. Hey, ich hätte es auch nicht erwartet, bis vor ein paar Tagen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du bei uns da im Youth TV so einen Rap ablieferst? Keine Ahnung, am Montag oder so macht mir der Dino und sprach mir mal, ey, wir haben irgend so eine Idee für irgend so eine so Show, wir wollen, dass es ein bisschen wack ist und wir wollen so vielleicht irgendetwas mit so einem Buzzer und wo geil ist. Und es sollte so eine Minute gehen. Und ich bin ein harter Fanboy vom Andy Mineo und er hat mal irgendwann live so ein Element gemacht und mit seinem Song You Can Stop Me. Und es gibt es nie nicht, also habe ich es selber zusammengeschnitten mit GarageBand auf meinem Laptop daheim. Und dann habe ich geschaut, vielleicht war das etwas. Und genauso wie es war, es war genau eine Minute. Und ich so, nice, machen wir das. Ist wirklich aufgegangen. Mega nice. Ja, ist so witzig. Mega nice. Hey, und das ist wirklich. Ja, ich muss euch mitnehmen in eine Geschichte. Was ist jetzt das her? Ein Jahr. Wir haben das Ostermusical gehabt. Die ein oder andere von euch haben das wahrscheinlich geschaut. Und dort hast du den Bösewicht gespielt. Ja, voll. Crazy gemacht, bist mit deinem Segway da rumgecruised, ja, genau. Und hast ja, die Leute ein bisschen eingeschüchtert. Und ich weiss genau, wir haben nachher im Anschluss da unten unsere Youth Worship Night gehabt. Und ich bin etwa 10 Minuten nach der Show, wo da oben das Musical fertig war, bin ich da runtergekommen. Und nachher hast gerade du und der PD angefangen zu rappen. Und ich laufe da rein, und nachher ist so ein älteres Ehepaar vor mir gsi, mit Eltern meine ich etwa so wie der Paul. vielleicht ein bisschen älter. Hey, und die sind so verwirrt gsi, weil die sind so gsi, hey, das ist doch gerade der Bösewicht von vorher und jetzt ist er da unten und rappt und die haben es nicht mehr gesehen. Hey, wirklich, du bist ein Multitalent und ja, du gehst für Sachen, das ist mega nice. Merci. Ja, der Abend eigentlich ist ein bisschen, ich bin ohne mich abzuschminken, bin ich da unten auf der Bühne gestanden und ich habe ausgesehen wie ein Käse. Das war eigentlich furchtbar. Dieses Gesicht, gell? Ja, es war richtig ja. Übel. Ich habe eigentlich, also, alle fragen mich immer, haben mich immer gefragt, ob ich krank bin. Ich bin so geschminkt. Und so bin ich da unten auf der Bühne gestanden und habe gerappt. Ja. Hey, nein, es war eine nice Sache. Wirklich mega inspirierend, auch in Zukunft. Gang für die Sachen bis kreativ. Hey, und auch für euch, lasst euch inspirieren. Wenn ihr Ideen habt, dann ja. Behaltet es nicht nur im Kopf, sondern setzt sie um. Yes, voll. Ich finde auch, das ist etwas mega Wichtiges. Ich glaube, wir haben im Youth Planet haben wir mega viel Potenzial, wo mega, mega kreative Köpfe mega geile Scheiß machen. Und hey, geht raus mit dem. Macht das und bringt es raus. Also geht zu den Leuten und bringt es raus, weil es, ich habe so viel geiles Zeug gesehen und hey, komm mit dem raus. Und es ist der Hammer. Come on! Ja, yeah, danke vielmals. Mega viel nice, mal, hey. Mega nice. Hey, gib genau. Nino nochmal einen fetten Applaus. Merci, bist du da. Hoffentlich auf ein anderes Mal. Come on. Hey, wow, ermutigende Worte. Ja. Wir haben kreative Leute, wir haben krasse Leute. Ja. Aber jetzt gehen wir zum nächsten Thema und zwar Ferien. Sad. Hey, noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie der Sommer aussehen wird. Es ist noch unklar. Kann ich jetzt irgendwie auf Italien, kann ich auf Spanien, kann ich noch einmal hinfliegen? Es ist alles ein bisschen ungewiss. Okay. Was wir aber wissen, ist, dass wir in der Schweiz Ferien machen können. Ah. Für die einen ein riesen Highlight, die freut sich auf Berge wandern und so. Ich weiss nicht, was du in dem Sommer schon geplant hast. Okay, vielleicht Städtereisen, gibt es auch Städtereisen in der Schweiz? Ja, Zürich kannst du gehen, ja. Luzern ist mega schön. Luzern ist auch nice. Ja, ich glaube, ja. Was viel mehr Städte. Ja. Nein, die Lausanne ist, glaube ich, auch noch cool. Ja, und eine gibt es noch, ein Keimtipp. Eine, genau. Ein und Keimtipp. Zwar Schwammendingen. Okay. Ja.
Okay. Hey, und wir haben gefunden, das ist nächt, das ist lokal, das ist regional. Und wir sind für euch auf Schwammerdingen gegangen. Und wir haben geschaut, hey, was hat Schwammerdingen zu bieten. Und hey, unterschätzt das nicht, was ihr gleich sehen werdet. Wir haben einen Reporter geschickt, der vor Ort gegangen ist. Und, jung, noch ein bisschen unerfahren, aber hat sich Mühe gegeben. Hey, ja, darum lass uns einsteigen und uns inspirieren lassen. Come on. Okay, wir haben gerade noch ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber wir können das ohne Problem überbrücken, weil... Forgiveness. Genau, wir vergeben genau. Unsere Techniker. Genau. Hey, aber mega nice. Tim, sag dir mal, hast du schon Ferien geplant? Hey, ja. Ist bei dir etwas ins Wasser gefallen? Ja, ich weiss eben noch nicht, aber ursprünglich hätte ich mal auf Italien wollen. Auf Italien, okay. Aber mal schauen. Aber in der Schweiz ist sicher auch eine Option im Wallis. Sicher im Wallis? Cool. Im Wallis. Okay, ja. Im Wallis. Sehr schön. Ist einfach weit weg. Ja, es ist weit, genau. Ja. Aber wunderschön. Das ist so. Ich wollte eigentlich vor ein paar Wochen golfen. Golfen, ja. Wo willst du noch golfen? Ich wäre auf Portugal gegangen. Auf Portugal? Und es war wirklich okay. Genau in dieser Woche, wo der ganze Lockdown angefangen hat. Und es war am Anfang noch so gewehrweis, hey, gehen wir nicht. Und ja, schlussendlich sind wir dann nicht gegangen. Und jetzt schauen wir, dass wir das im Herbst machen können. Wir gehen für den Herbst. Genau. Cool. Also ich habe nicht gewusst, dass du golfst, aber spannend. Ja, was es ist mehr... Handicap? Das wollte ich nicht sagen. Hast du überhaupt schon eins? Ich habe schon eins. Aber genau, ich höre gerade, dass das Video ready ist. Genau, was höre ich sonst noch? Ich höre nichts, weil ich habe nämlich nichts im Ohr. Aber hey, gehen wir über zum Clip. Herzlich willkommen zu Ferien in. Wir berichten heute aus einer bislang unberührten Feriendestination, die bis jetzt noch nicht von der grossen Touristenmasse überrannt worden ist. Aus Schwammerdingen. Bisher kennt man Schwammerdingen vor allem als die Heimat von berühmten Persönlichkeiten wie im Blick oder im Bendrit. Oder aber auch als Ghetto von Zürich. Jedoch ist das Image von Schwammerdingen stark im Wandel. Unglaublich, was es hier alles zu sehen gibt. Wir haben eine Vielzahl von kulturellen Angeboten, sportlichen Angeboten, Beauty-Möglichkeiten, aber auch der Schwammerdingenplatz, unser Treffpunkt. Die ideale Reisesaison für Schwammerdingen ist Januar bis Dezember und es braucht keine speziellen Impfungen. Die Einheimischen haben es sehr gern, wenn der fremde Gast ein, zwei Wörter aus dem eigenen Repertoire kann sagen, wie zum Beispiel Hallo, Adieu und F*** dich selber. Schwammerdingen hat wunderschöne, breite Boulevard, die zum Flanieren einladen. Und unser Tram geniesst Freiluft, bevor es durch einen Tunnel dann wieder Richtung Agglomeration geht. Anonyme Hotelklötze findet man in Schwammerdingen nicht. Auch herzige Familienpensionen sucht man vergeblich. Man setzt da ganz auf Gastfreundschaft. Vielleicht darum ist Schwammerdingen gastronomisch sehr vielseitig. Von typischen einheimischen Gerichten wie Geschnetzlets mit Rösti über italienische Spezialitäten oder Grilladen aus aller Welt. Man bekommt hier alles. Auch das Nachtleben ist für unsere Begriffe in Schwammerdingen recht heftig. Nicht zuletzt wegen dem ist Schwammerdingen bei den Jungen sehr beliebt. Während an vielen Orten das Auto schon ein bisschen verpönt ist, steht man in Schwammerdingen gern zu was man hat. Und es findet sich auch für jedes Budget ein passender Schlitten. Aber wie bei jedem Ferienparadies hat auch bei Schwammerdingen die Medaille zwei Seiten. Wegen dem ausgeprägten Tourismus ist eine extreme Stadtflucht entstanden. Die Leute kommen von rundum hier, weil sie sich hier ein besseres Leben erhoffen. Die Behörde geht aber geschickt gegen die Überbevölkerung vor und hat wegen dem den Zebrastreifen neu gestrichen. Das wär's von meiner Seite. Ich hoffe, wir haben euch lustig gemacht und ich gehe wieder zurück ins Studio. Come on. Wow. Come on. Wow. Hey, ich hoffe wirklich, wir können euch inspirieren.
ich hoffe, wir können euch ja, wirklich einfach die schöne Umgebung in Schwamendingen ein bisschen näher bringen. Also ich habe schon umgebucht, ehrlich gesagt. Du hast schon umgebucht? Ich habe schon umgebucht. Okay. Genau. Hey, mega nice. Was hat dich denn dazu bewogen? Ja, ich muss sagen, es hat der Falafel. Der Falafel. Das ist gut gewesen. Das Nachtleben. Es ist krass. Genau. Ja, es ist krass. Hey, genau, mega nice. Ja, man sieht, der junge Moderator ist wirklich, ja. Er hat das Herz. Er hat das Herz und vielleicht auch, ja, wird das noch etwas, aber ja. Let's see. Genau. Hey, aber liebe Freunde, ihr seid ja nicht wegen dem da, dass wir euch unterhalten. Das ist nicht unser Hauptziel, sondern wir machen das, weil wir Jesus lieben. Und weil die Freude, die wir haben, das ist wirklich einfach die Freude am Herr, wo er uns gibt in unser Herz, die Ruhe. Und genau wegen dem machen wir das. Und darum auch, hey, macht nachher euch ein Herz weit auf, für das er noch kommt. Genau. Hey, und wir kommen jetzt zu den Kollekten. Es ist der Teil von dem Abend, wo du von Herzen darfst etwas in die Kirche hineingeben, in Youth Planet, in all das, was wir da machen, dass Leute dürfen Jesus kennenlernen und Jesus erleben. Und hey, du siehst den Link eingeblendet, icf.ca/give. Und wir danken dir von Herzen für all das, was du hineingibst. Wählen da für Youth Planet, da sind wir dir mega dankbar. Genau in dieser Zeit werden wir einen Song haben von unserer Band und danach wird Paul uns in die letzte Message von dieser Serie Back Then reinnehmen. Genau. Hey. You are a mystery I want to discover. Your love is a secret place, be there forever. You are a treasure deep I want to uncover. All of my days I will follow you, follow you. All of my life I will look to you, look to you. This is the journey travel through valleys and over hills. Your wonders will follow. No matter where I go, you're always beside me. All of my days I will follow you, follow you. All of my to you. This is the journey I'm on. You paved the road I can walk on and chase after you, chase after you with all my heart. This is the journey I'm on. You paved the road I can walk on and chase after you, chase after you. Places near and far, only to end up at your door. Jesus, I run to you. Jesus, I run to you. Now I live for you and you alone, fully surrender to your call. Jesus, I run to you. Jesus, I run to you. This is the journey.
Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite nochmal. Ich habe mega, mega Freude, heute Abend dürfen da zu sein, dürfen zu euch reden, zu dir reden. Wir sind ja jetzt seit ein paar Wochen zusammen unterwegs als Online-Community hier am Samstag. Und man muss schon sagen, wir vermissen schon die Leute. Also das darf man sagen. Es ist nice da, das Youth-TV, wir fühlen es hart. Es ist lustig, es ist unterhaltsam, es ist auch tief, aber wir vermissen dich. Dort, wo du einmal bist, du darfst wissen, wir freuen uns extrem auf den Moment, wo wir alle zusammen wieder da rein können worshipen. Vielleicht magst du dich erinnern, weisst du noch, wie es da rein war, als wir zusammen Gott angebetet haben. Und weisst du noch, das ist auch der Slogan, den wir brauchen in dieser jetzigen Serie «Back». Denn die Serie, die wir zusammen anschauen, hey, weißt du noch, wie es war? Mit deiner ersten Liebe, mit Jesus. Weißt du noch? Und ich freue mich, heute Abend mit euch in den letzten Teil hineingehen von dieser Serie mit dem Thema Verliebt bleiben. Und Prisi hat mit dieser Serie angefangen. Sie hat über die bedingungslose Liebe vom Vater geredet und dass wir können umkehren können. Der Ben hat nachher von dieser Umkehr geredet, von dieser 180-Grad-Wende, dass wir uns mit Körper, Geist und Seele und mit unseren Gedanken, wie es im Griechischen heisst, komplett umkehren. In die Gegenwart Gottes und Gott anschauen. Und der Ramon hat mit uns zusammen angeschaut, hey, und wie können wir jetzt in dieser Umkehr, was ist unsere Antwort in dieser Umkehr? Und ja, die Herausforderung, die ich heute habe, ist mit euch zusammen anzuschauen, hey, ja, wie können wir verliebt bleiben? Wie können du und ich mit dieser ersten Liebe verliebt bleiben? Und ich wollte in den Text hineingehen, der uns mitgenommen hat die letzten paar Wochen. Der steht in der Offenbarung 2. Ich lese von 2 bis 4. Und dort sagt Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, wo eine vorbildliche Gemeinde war, dem, was sie gegeben haben für das Reich Gottes, sagt Jesus ganz etwas Spezielles. Und er sagt, ich weiss, wie du mich liebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiss auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die prüfst, und als Lügner entlarvt hast, die sich behauptet haben, dass sie Apostel gewesen sind und gar nicht gewesen sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und du hast meinen Namenswillen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich noch, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Kehr um. Und ich sehe das nicht als einen Zeigefinger, wo jemand sagt, hey, ich sage dir noch einmal, kehr um, Bürschli. Wenn du jetzt nicht umkehrst, dann gibt es eins links und rechts. Sondern ich sehe es als eine Einladung, als ein Herz, das schreit, das sagt, kehr um, meine lieben Sohn und Tochter. Weißt du noch, wie es war? Dort zum ersten Mal. Weißt du noch, wie es war? Dort, wo du und ich Hand in Hand durchgegangen sind, wo du umgekehrt bist in die Gegenwart Gottes. Und ich sehe es als ein Herz, das schreit, Paul, oder setz jetzt seinen Namen ein, wer du einmal bist. Ob du Gott kennst oder nicht, ob du jetzt das erste Mal hörst von Gott, setz seinen Namen ein. Hey, komm, komm zurück in meine Liebe. Ich wollte am Anfang von dieser Message beten, weil ich habe diese Woche mega auf dem Herz gehabt, dass Gott mega heute Abend etwas wird machen. Und ich wollte heute zum einen als Freund zu dir reden. Und weil ich weiss, wir sind alle genau gleich unterwegs mit Jesus und auch als Jugendpastor zu dir reden, weil ich momentan spüre, dass etwas passieren wird in unserer Community, in der Zeit, wo wir momentan drin sind und in Zürich und darüber hinaus. Und danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du zu uns redest an dem heutigen Abend. Das sind unsere Herzen. Danke für dein Herz, das sagt, kehr um, komm, weisst du noch, wie es gewesen ist. Danke, dass wir das Herz heute Abend erleben dürfen. Und danke begegnest du uns dort, wo du bist. Du bist nicht abhängig von einer Zusammenkunft, sondern du bist einfach, du sehnst dich. Dort, wo Menschen sagen, da bin ich, dort kommst du, Jesus. Und ich bete ganz speziell für das an dem heutigen Abend. Amen. Hey, ja, hey, ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten paar Minuten mit dir zusammen. Und das Thema heisst, verliebt
bleiben in dieser ersten Liebe. Und letzte Woche habe ich gemerkt, das ist gar nicht so eine einfache Aufgabe, irgendwie das Thema auseinanderzunehmen oder wie dir mitzuteilen, hey, genau so bleibt man verliebt. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 4, Schritt was auch immer. Und wenn du das machst, dann wirst du verliebt bleiben. Und ich habe gemerkt, es war ganz eine tricky Aufgabe, gewesen, die Message, weil wir Menschen, wir ticken immer gleich. Seit Anfang dieser Zeit ticken du und ich immer gleich. Also, ich meine, Jesus redet da zu einer Kirche, die vorbildlich ist, in Ephesus. Und das gleiche Spiel sehen wir die ganze Bibel hindurch. Wenn du im Alten Testament schaust, dann hast du ein Volk Israel, wo Gott angeholt hat an ihr Herz und das Volk dann doch nicht das tut oder doch nicht das tut, wie was es berufen ist. Adam und Eva am Anfang. Das Volk Israel, das in der Wüste ist, täglich Manna überkommt, Essen vom Himmel, Brot vom Himmel. Nachher die Feuersäule, die in der Nacht vorausgeht, die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht. Du hast den König David, der unterwegs ist mit Gott, Gott kennt. Und doch ist es schwierig, mit dieser Liebe zu bleiben. Du hast den Maleachi, Prophet, der sagt, Freunde, warum geben dir Gott nicht mehr das Beste? Du hast die Jünger, die unterwegs sind mit Jesus, wo den Vater anschauen, wo Jesus gesehen. Und doch die Jünger dann immer wieder nicht in dieser Liebe bleiben können. Petrus, wo Jesus verleugnet, obwohl er Gott in Person gesehen hat. Und ja, man darf sagen, es ist eine Challenge, in dieser Liebe zu bleiben. Vielleicht kennst du es aus deinem eigenen Leben. Es ist eine Challenge, in dieser Liebe zu bleiben. Aber es ist nicht unmöglich. Und ist es nicht so, dass wir ausgerichtet sind nach Gott? Probleme kommen, der Alltag kommt, dass wir oft unseren Blick haben auf das, was rundherum ist. Wir haben nicht mehr den Blick auf das, was uns anzieht, die erste Liebe, sondern der Blick ist dann oftmals auf das, was auf die Ablenkung. Und ich nehme mal mit in eine Geschichte, die ich erlebt habe letzten August. Und zwar sind meine Frau und ich, wir haben uns einen mega, mega schönen Ausflug machen. Und wir haben wie gewusst, hey, wir wollen an einen schönen Ort gehen, zusammen übernachten, draussen. Wir sind gar kein Outdoor-Mensch, haben aber irgendwie das Zelt gepackt, das wir gefunden haben. Wir waren an diesem schönen Ort. Wir haben grilliert, wir haben eine Amarone aufgemacht, Wein getrunken, mega fein gewesen. Wir haben draussen übernachtet, Sternenhimmel. Wir haben eine schöne Nacht gehabt. Das Kind ist aber nicht dort entstanden. Und dann am nächsten Tag, bevor der nächste Tag kommt, wollte ich euch noch zeigen, wie das aussieht. Ich habe euch ein Video mitgebracht an dem Ort, wo wir geschlafen haben. Das war wirklich wie Merli. Das war back then. Wunderschöner Ort. Like erste Liebe. Kannst du ihn bringen, ja. Einfach bringen. Hast du hinten so Gämsli gehabt? Da war die Miri. Wir haben das Picknick vorbereitet. Hinten die Aussicht, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, am Abend Sternenhimmel. Und dann passiert am nächsten Tag Folgendes. Wir fahren von dem Hügel oben runter. Ich hatte das noch nie gehabt. Plötzlich haben wir am linken Pneu vorne eine Platte. Und all das Schöne ist vergessen gegangen. Und ich habe gedacht, was läuft? Plötzlich bist du im Neuchâtel, auch eine Feriendestination, by the way. Bist du dort im Neuchâtel und merkst so, keine Garage hat am Samstag irgendwie offen, erreichst niemand, Garage dies und das. Und der schöne Moment, den wir hatten, die Intimität, die Liebe, die Gefühle, ist vom einen Moment auf den anderen vorbei gewesen. Und ist es auch nicht so manchmal mit unserer ersten Liebe. Wir erleben Gott auf eine krasse Art und Weise. Und dann kommt so ein blödes Loch im Pneu und es bringt uns völlig durcheinander. Ich hatte an Ostern dieses Jahr mega, mega einen krassen Gottesmoment gehabt, der sich angefühlt hat wie die erste Liebe, wenn nicht intensiver. Und zwar habe ich die Osterpredigt vorbereitet und bin so drin im Thema Vorhang ist zerrissen, wir können eintreten in die Gegenwart Gottes. Jesus ist gestorben für uns am Kreuz, er hat uns den Weg geöffnet zum Vater. Und dann habe ich an dem Dienstag, ich weiss noch ganz genau, es war von 11 Uhr, von 11 Uhr bis um 11:30 habe ich brüllt wie ein Schlosshund. Weil ich habe es gecheckt, ich habe gedacht, wow, krass, ich habe mehr gecheckt als vorher. Und das war so ein Moment von der ersten Liebe, wo ich dann wieder kam und gemerkt, ich habe Gott noch mehr gecheckt. Ich war dort eine halbe Stunde brüllen. Eine Viertelstunde habe ich gebraucht, um mich zu erholen. Und dann um 12 Uhr kommt Miri heim. Ich sagte, Schatz, ich bin durch. Ich sagte, was ist passiert? Ich habe gesagt, ich bin Gott begegnet auf eine krasse Art und Weise. Und ist es manchmal so, wenn wir unterwegs sind mit dieser ersten Liebe,
haben wir immer wieder so krasse göttliche Momente. Und meine Frage ist, magst du dich noch erinnern? Nicht das erste Mal, wenn es das letzte Mal war, wo du den krassen göttlichen Moment gehabt hast. Und ich habe jetzt im nächsten Lied, wir hören zusammen das Lied «Erste Liebe». Und du dich vielleicht erinnern, wann war mein letzter krasser Moment? Bei mir war es Ostern. Und wenn du vielleicht noch nie einen Moment hast mit Gott und du das erste Mal hörst und fragst, und was schnurrt der da vorne, dann wollte ich dich einladen, du einfach mal Gott fragen. Also wer bist du? Also das und der schnurrt, ist das möglich? Du einfach Gott einladen. Und lass uns darüber nachdenken, über den Moment, den wir hatten. Zurück zu der ersten Liebe, zu deinem Herz, noch schlägt für mich. Zieh mich näher zu dir hin, in dein neues Leben. Vielleicht war es für dich auch jetzt bewegend, den Moment zurückzudenken. Oh, krass. Gott sucht mich. Gott will mir immer wieder begegnen auf seine Art und Weise. Und mich berührt es, wenn ich merke, schau, es gibt die Situationen, wo Gott kommt. Und Gott einfach will die Intimität und die Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Und die Frage ist ja, wie bleiben wir verliebt? Wie bleiben wir jetzt tatsächlich in dieser erste Liebe. Und ich wollte in einen Vers hineingehen, der uns ein bisschen mitnehmen soll in den nächsten Teil, bevor wir dann wieder worshipen, wo ich denke, wo uns mega helfen kann, in dieser ersten Liebe hineinzubleiben. Und der Vers steht zum einen zitiert der Jesus in Matthäus 22, 37 bis 39. Und dort, zum schnell hineinschauen, wo ist Jesus in dem Moment? Jesus ist in dem Moment, ein paar Tage bevor er ans Kreuz geht, er steht um jüdische Männer, also um den Hoherat herum, wo von ihm gewisse Antworten haben zu dem, was er lehrt, zu dem, was er glaubt. Und eine Frage, glaube ich, war von einem Sadduzäer, fragt er, das war auch einer von diesen jüdischen Männern, fragt, Jesus, was sind die zwei wichtigsten Gebote? Es war mehr eine Fanfrage zu Jesus. Und Jesus sagt in Matthäus 22, 37 bis 39, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und wie wir wissen, sagt er, das zweite Gebot ist, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und es ist ganz spannend. Jesus hat das nicht neu erfunden, die Stelle. Jesus, ich habe immer gedacht, wow, Jesus antwortet, die Weisheit kommt, er war ja voll Weisheit gewesen. Aber diese Stelle, die lesen wir im Kontext ganz irgendwo anders. Und zwar steht es im 5. Moses 6, 5. Und es ist ganz spannend, ich glaube, wo Jesus das diesen Männern gesagt hat, haben die genau gewusst, von was er redet. Sie haben genau gewusst, es ist viel etwas Tieferes dort hinten. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen in den Kontext hineingehen, der uns helfen soll. Einfach die Liebe von Gott verstehen. Und auch verstehen, wo wir momentan drin sind. Als Youth Planet und als Chile in einer Season, wo es wichtig ist, dass du und ich zurückgehen in die erste Liebe. Und es steht im 5. Mose 6, 5 steht,
Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe. In eurem Herzen schärft sie eure Kinder ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause und unterwegs seid. Wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht, bindet sie zur Erinnerung um eure Hand. Tragt sie auf eure Stirn. Schreibt sie auf den Pfosten eurer Haustüre. Legt sie als Schmuck an. Und so weiter und so fort. Und zum Verstehen, warum das Moses das sagt im 5. Moses, es ist ganz wichtig. Das Volk war ja in der Wüste. Und was dort passiert, ist mega krass. Der Mose hat dort gewusst, im 5. Mose, ich werde nicht mitgehen in das verheißene Land. Wir erinnern uns. Der Moses ist aber der, der das Volk rausgeführt hat, aus der Sklavenschaft in Ägypten, jetzt in der Wüste ist. Und das verheißene Land ist greifbar nahe für alle zusammen. Und was Jesus, oder was Moses, sorry, was Moses in dem 5. Mose reinmacht, wenn du den 5. Mose lesest, er erinnert das Volk nochmal an alles, was es zum Erinnern gibt. Da im 5. Mose 6 erinnert er das Volk an Gebot. Und dann droppt er hinten rein und sagt, hey, aber Freunde, liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Will, jetzt kommt nämlich das Will. Das Land, wo ihr werdet eintreten, das Land voller Verheißungen, das bedingt, dass ihr an dem Herz von Gott bleibt. Und liebe Youth Planet, ich habe das Gefühl, momentan, in dieser Quarantänezeit, habe ich das Gefühl, dass es momentan eine Zeit ist, wo die Verheißungen greifbar nahe sind. Schau, es mag sein, dass du momentan in einer Wüste bist. Es mag sein, dass du vielleicht das Gefühl hast, hey, weißt du was, mich scheisse, ich gehe zurück auf Ägypten. Aber weißt du was, Gott hat uns befreit von unseren Sünden, von unseren Fehlern, von unserer Schuld, von Angst, von Scham. Vielleicht bist du momentan in so einer wüsten Zeit, Verheißungen sind greifbar nahe. Und ich glaube, es gibt auch Verheißungen momentan. Viele Leute, die von uns beten, sie merken, es ist etwas in der Luft, in dieser Quarantänezeit. Es ist etwas in der Luft in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, Erweckung. Verheißungen sind greifbar nahe. Und weißt du, was es braucht momentan in dieser Zeit, in der wir drin sind? Es braucht Leute, die sagen, hey, und ich bin nicht in dieser Wüste, sondern ich liebe meinen Gott von ganzem Herzen, mit allem, was ich habe, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft. Und das Wort ganze Kraft heisst auf Hebräisch Maot, Maot. Und das ist eine Verstärkung. Das ist eine doppelte Verstärkung. Wenn er sagt, mit ganzer Kraft, Freunde, mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast. Und da verstärkt er nachher mit deiner Familie, mit deinem Haus, mit deiner Erinnerung, mit den Türpfosten. Alles. Es ist eine Verstärkung, dass alles, was wir haben, sich in die Gegenwart Gottes innen bewegen darf. Und das Krasse ist, wenn wir sehen, was das Volk erlebt hat, im Josua lesen wir in dem Josua-Buch, ist, das Volk ist von Verheißung zu Verheißung zu Verheißung zu Verheißung zu Verheißung gegangen. Sie haben das Land können innen. Und es gibt so eine Stelle, die ich mega krass dort finde. Und zwar, bevor sie angefangen haben, sich bewegen, um in den Kampf hineingehen, kommt jemand ihnen zur Seite, das ist ein Engel. Und der Josef fragt, für wer kämpfst du? Kämpfst du für uns oder für den Gegner? Sagt er, schau, ich bin da im Namen vom Vater und ich werde euch den Weg zeigen. Und meine Frage an dich ist, schau, die Verheißungen von Gott sind greifbar nahe. Wir werden aus der Quarantänezeit rausgehen, ich weiss, es ist etwas in der Luft. Ich glaube, Gott hat dich und mich berufen, um unsere Nachbarschaft bedingungslos zu lieben, mit Taten, mit Wort, um unser Geschäft zu lieben, um Leute in unserem Umfeld zu lieben, um Liebe zu säen. Das ist eine krasse Verheißung, die wir haben. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir in dieser Liebe beharren, in dieser Liebe drinnen bleiben. Und schau, die Aufgabe vom Feind ist folgendes. Wir reden ja nicht viel, ich rede viel vom Feind, aber die Aufgabe vom Feind, vom Teufel, ist es, nicht dir deine Sachen zu stellen oder was auch immer. Klar, du kommst zum Rauben und zum Stellen, aber er hat ja schon alles. Er ist der Fürst von dieser Welt, er hat Jesus gewisse Sachen angeboten. Aber die Aufgabe ist, dir Sachen zu wegnehmen. Weißt du warum? Weil was er uns wegnehmen kann, ist der Blick auf Gott. Ist der Blick und das Verliebtsein, die Verliebtheit. Und darum ist meine Frage, hey, lieben wir Gott von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir ihm angeben können. Und es ist so krass, ich habe nach dem Wintercamp habe ich so einen Moment gehabt,
wo ich mega hoch hatte. Hier, die einen davon wahrscheinlich auch, kommst vom Wintercamp High, hast einen krassen Moment gehabt in dieser Verliebtheit, in diesem Gottesmoment. Und dann komme ich so heim und ich merke so, wow, krass, Gott, du bist so crazy, es war so eine crazy Zeit gewesen. Und dann merke ich so, wie Gott sagt, hey Paul, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das hat mich mega bewegt. Und dann fragt er mich, liebst du mich? Kennst du mich? Und ich dachte, oh, krass. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten kann. Ich habe schon das Gefühl, dass ich dich kenne. Aber ich kenne dich nicht so, wie ich dich kennen kann. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich in seine Gegenwart hineinkomme. Und einfach mich positioniere in dieser Gegenwart. Und ich glaube, der Aufenthalt in der Gegenwart Gottes bewirkt immer etwas. Und ich wollte dich ermutigen, ich glaube, der Hauptschlüssel zum verliebt bleiben ist, die Gegenwart Gottes zu suchen, von ganzem Herzen, mit allem, was wir haben. Hey, lass uns nicht am Tag durch uns ablenken lassen von Sachen. Sondern lass uns die Gegenwart suchen von Gott von ganzem Herzen, weil dort wird die Verliebtheit wieder kommen. Dort werden wir erinnert. Und ebenfalls, lass uns erinnern, was Gott gemacht hat in unserem Leben. Sagt das hier in der Community, sagt das online. Weil ich glaube, sobald wir uns erinnern, wie es der Mose da gesagt hat, sobald wir uns erinnern, was Gott tut, dann leitet uns das zurück an den Ort. Und ich wollte dich jetzt ganz praktisch an gewisse Sachen erinnern. Und du kannst mit Ja oder mit Nein antworten. Ich wollte dich zum einen fragen, ist Gott unser Vater? Ja oder nein? Hat er uns als Söhne und Töchter genannt? Hat er seinen Sohn gegeben? Hat er sein Kreuz für uns getragen? Hat er sein unschuldiges Blut für uns vergossen? Hat er den Himmel hinter sich gelassen, um uns zu begegnen? Hat er all unsere Schuld getragen? Hat er uns einen kompletten Zugang gegeben in die Gegenwart Gottes? Hat er uns seinen Geist gegeben? Hat er uns Geistesfrüchte gegeben? Hat er uns Geistesgaben gegeben? Hat er dir Autorität gegeben? Hat er dir ein Schwert gegeben? Hat er dir seinen Namen gegeben? Hat er dir den Namen Jesus gegeben? Hat er dir seine Liebe gegeben? Was trägst du mit dir in dieser Gegenwart Gottes? Und ich habe schon gesagt, ich glaube, wir sind mega in einer Zeit von Verheißungen, von Durchbrüchen, wo wir werden krasse geistliche Durchbrüche erleben. Und ich glaube, das fängt dort an, wo eine Generation wie in dieser Wüste einfach sagt, und ja, wir bleiben in dieser Gegenwart. Und die Gegenwart Gottes geht mit uns. Und wir bleiben in dieser Gegenwart. 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 Von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass du und ich, wir werden Zeichen und Wunder sehen. Das glaube ich. Wir werden in der nächsten Zeit, wirst du durch den Heiligen Geist empowered. Das wird unsere nächste Serie sein. Du wirst empfangen. Du wirst können rausgehen. Du wirst können erzählen. Weil du merkst, dass die Liebe dich anfängt zu bewegen. Und sobald wir in die Liebe eintauchen, dann können wir nicht anders, als es uns bewegt. Dann können wir nicht anders, als unsere Menschen bedingungslos lieben, wie Jesus das gemacht hat. Das Leben zu leben, wie Jesus das gemacht hat. Wir können nicht anders. Und eine Stelle, die mich erinnert hat und wo ich dir das Herz legen will, um wirklich die Gegenwart aufzusuchen, ist die Stelle, wo die Jünger gehen und sie gehen beten für Zeichen und Wunder und sie erleben ein Zeichen und Wunder nach dem anderen. Sie erleben, wie Blinde sehen werden, wie Lahme gehen. Genau das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Und etwas schaffen sie nicht. Und was sie nicht schaffen, ist, ein Bub, der einen Dämon hatte, den auszutreiben. Und sie kommen zu Jesus völlig verzweifelt und sagen, Jesus, wieso haben wir das nicht geschafft? Jesus hat dann gesagt, ja, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Und am Schluss, dann, wo sie ein bisschen noch mal bei sich, zu sich gekommen sind und mit Jesus den Austausch gehabt haben, sagt Jesus, hey Freunde, die einen Sachen bringen dann nur raus mit Beten und mit Fasten. Meine Frage an dich, hat Jesus in dem Moment schon gefastet und betet? Ist es nach 40 Tagen in die Wüste gegangen, wieder zurück, nachher gekommen hat? Nein.
Jesus ist vollkommen in dieser Gegenwart Gottes gewesen. Er war vollkommen in dieser ersten Liebe gewesen. Was er dort den Jüngern sagt, Pfarrer und Pater, er sagt, Freunde, bleibt in dieser Gegenwart Gottes. Bleibt in dieser ersten Liebe. Und ich wollte dich heute Abend einladen. Ich weiss ja, wo du gerade stehst. Mit Jesus, mit Gott, mit was auch immer. Aber was ich weiss, ist, dass er seine erste Liebe nie aufgegeben hat für uns, wie es der Ben gesagt hat. Was ich weiss, ist, dass er bereit ist für das Verliebtsein. Er ist ready. Die Frage ist, sind wir ready? Um das Maub, um mit allem, einfach kommen, dort rein, wo er ist. Und ich glaube, ich bin voll überzeugt, dass dort, wo eine Generation das macht, glaube ich, wird die Generation Durchbrüche sehen. In der Bibel steht ein Land, wo sie reinnehmen können, steht für Verheißung. Land steht immer für Verheißung. Und es ist so krass, wenn man nachher im Josua liest, ist es so, dass sie treten ein, sie haben Jericho eingenommen, sie haben alles eingenommen, am Schluss haben sie ganz Jerusalem eingenommen. Und dann, kurz bevor der Josua geht, nimmt er alle Ältesten nochmal zusammen und sagt, Freunde, kommen nochmal schnell. Erinnert euch. Warum erinnern? Das führt uns wieder zurück in die erste Liebe. Ich weiss nicht, wo du stehst mit dieser ersten Liebe, aber ich wollte jetzt in diesem Moment quasi eine Art einen Alter Call machen. Wir würden jetzt am Samstag sagen, komm führen vor die Bühne, wenn du jetzt nochmal in die erste Liebe eintreten willst. Und wenn du merkst, hey, ja, ich will mit allem, von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Hingabe, dann wollte ich dich einladen, mit mir jetzt hier auf die Knie gehen und sagen, ja. Every day, in die erste Liebe. Wie genau in dem wüsten Moment, glaube ich, sind wir geformt, damit wir in die Verheißungen eintreten können. Jesus, und ich bete für all die Söhne und Töchter, die aus gewissen wüsten Momenten rausgekommen sind, wo du rausgeholt hast in gewisse Gefangenschaften, in Süchte, in Mödeli, in Probleme, in Ängste. Danke, Jesus, dass du uns geholt hast, da wo du bist. In die Liebe, in die pure Liebe. Und vielleicht fühlt es sich momentan an wie eine Wüste. Wir sehen nicht, wo links und rechts ist, aber du versorgst uns jeden Tag mit Manna. Nicht mal das sehen wir manchmal, aber wir wollen dir sagen, Jesus, und wir drehen um. Wir kehren um. Wir grounden uns in dieser Gegenwart Gottes, die uns verliebt bleiben lässt. Jesus, danke für all die Verheißungen, die du hast über uns als Youth Planet. Danke für das Wort Erweckung, das immer wieder fällt, Jesus. Und du uns für die Zeit gemacht hast, Jesus, dass wir eine Stimme aufheben können, Jesus, in die Welt draussen. Und wir sind jetzt da, wir stehen vor dir. Oder wir knüllen jetzt vor dir und sagen, Jesus, wir wollen da bleiben. Ich will da bleiben. Und ich lade dich jetzt ein, bete das Gebet. Ich will da bleiben. Sag das jetzt, wo du bist, Jesus, und ich will da bleiben in dieser ersten Liebe. Jesus, da will ich bleiben. Und jetzt bete für einen Kollegen oder eine Kollegin. Bete, dass die Person dort bleibt. Tu seinen Namen hin und sag, Jesus, ich bete, dass die Person in dieser ersten Liebe bleibt, in dieser Verliebtheit bleibt. Und ich bete, dass die Person deine Verheißungen wird sehen. Vielleicht hast du auch noch eine zweite Person, die dir in den Sinn kommt. Jesus, und ich bete für den Youth Planet. Lass uns ein Killer sein, der da bleibt, wo du bist, Jesus. Lass uns das unser wichtigstes Gebet bleiben, wo wir sagen, Jesus, das Einzige, was uns wichtig ist, ist, dass wir in deiner Gegenwart bleiben.
Jesus, ich segne jeden, der zuschaut, der da auf dem Screen ist. Und ich segne dich, dass du einfach die nächste Woche eine Woche von Beten und Fasten hast, wo du wirklich bleibst an dem Ort, wozu du bestimmt bist, nämlich in dieser Gegenwart Gottes, wo der Vorhang zerrissen ist. Jesus, ich danke dir, dass du gewisse Sachen von uns abbrechen tust. Du sagst, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Gewisse Sachen, die abgeschnitten werden, das legen wir dir an. Und wir sind grounded in dieser Gegenwart von dir, Jesus. Danke, dass wir da bleiben von ganzem Herzen. Malt, von ganzem Herzen mit allem, was wir haben. Amen. Hey, und Freunde, lass uns das in dem nächsten Song singen. Der Song geht genau über das. Sing das, ruf das, proklamier das. Über dein Leben, über deine Freunde und über unsere Youth Planet und über das, was Gott wird tun. Amen. And I can't get enough, Lord, I can't get enough of your amazing love. Jesus, I can't get enough, Lord, I can't walk away. I just wanna be alive.
Jesus, there is nothing like your love. Ich bin mega, mega berührt. Danke, Paul, für die Worte, für die ermutigenden, aber auch herausfordernden Worte. Und, ich weiss nicht, was es bei dir jetzt ausgelöst hat, aber wenn du gemerkt hast, hey, es ist etwas, es hat etwas bewegt in dir, dann lass den Abend noch nicht vorbei sein. Wir sind bald fertig, aber schalt doch noch ein bisschen Worship an, schalt ein bisschen Musik an und verbring die Zeit noch mit Gott und hör, was er dir will sagen. Es ist wirklich eine Zeit, wo zählt. Genau. Ja, hey, und wir wollen euch einfach Danke sagen bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Mega nice, dass ihr da gewesen seid. Hey, und ja, gleich wieder eine Woche rum, nächsten Samstag geht es wieder weiter. Wir würden uns freuen, wenn ihr noch einschalten würdet. Hey, ich wünsche euch wirklich einfach eine gesegnete Woche. Gottes Segen. Und ja, wir sehen uns. Bis gleich. Ciao zusammen. Ciao zusammen.